Herzlich willkommen beim AMC-Grundkurs Folge 12. Heute geht es um ein Thema, das ganz speziell ist, wassersparend kochen. Klingt jetzt nicht so wirklich spannend und abenteuerlich, bringt aber extrem viel beim Geschmackserlebnis und vor allem beim Thema Energiesparen. Und ihr spart viel Wasser, das kommt auch noch dazu. So, wie funktioniert das Ganze? Ein massives Thema ist es natürlich speziell mit dem SecoQuick, den wir ja schon in einer der früheren Folgen erklärt haben. Und ich beginne mit dem Thema, das viele AMC-Kunden beschäftigt, Kartoffel kochen. Wir brauchen, ich habe hier zum Beispiel einen 5-Liter-Topf. Die klassische Methode, um das in Erinnerung zu rufen, Kartoffeln zu kochen, wäre, man füllt den Topf einmal mit den Kartoffeln an und bedeckt dann die Kartoffeln mit Wasser. Da hat man dann mindestens 3 Liter Wasser drinnen im Topf, Minimum, wahrscheinlich sogar mehr. Es braucht natürlich sehr viel Energie, um 3 Liter Wasser zu erwärmen. Also viel Strom, viel Energie, viel Geld. Nachteil, wenn die Kartoffeln im Wasser schwimmen, muss man schauen, dass die alle ungefähr dieselbe Größe haben, damit sie zeitmäßig auch ungefähr in derselben Zeit fertig werden und durchgegart sind. Wir machen Kartoffelkochen völlig anders. Wir verwenden dazu im Regelfall unsere Softierer. Das ist ein Einsatz, der nicht oben auf den Topf drauf passt, sondern der in den Topf reinpasst mit einem Haltergriff. Und wenn ich zu Hause Kartoffeln koche, dann stelle ich die Softierer in den Topf. Und ich brauche jetzt für dieselbe Menge Kartoffel, da bringe ich rund 2 Kilo Kartoffel rein, diese Menge an Wasser. Man sieht es vielleicht sogar, 200 Milliliter Wasser. Die gebe ich in den Topf und die sind jetzt hier im Topf drinnen unter der Softiere. Die hat nämlich so kleine Füße, sieht man unten so Ausbuchtungen. Und nur so hoch ist das Wasser im Topf drinnen. Das heißt, das Gargut, zum Beispiel die Kartoffel, liegen über dem Wasser. Das hat jetzt mehrere Vorteile. Der erste riesengroße Vorteil, wir müssen nicht 3 Liter Wasser hitzen, sondern 0,2 Liter Wasser. Wir brauchen einen Bruchteil von dem Strom, um das Ganze zu erwärmen. Der zweite, noch größere Vorteil, die Kartoffeln werden jetzt eigentlich mit dem SecoQuick, den haben wir schon erklärt in einer eigenen Folge, dampfgegart. Sie werden über Dampf zubereitet. Und das hat den riesengroßen Vorteil, ihr könnt so kleine Kartoffeln und so große Kartoffeln zugleich garen. Der große wird mit dem SecoQuick rund 12 Minuten brauchen, bis er fertig ist. Länger brauchen die nicht. Der kleine würde zwar eigentlich nur 2 Minuten brauchen, ist aber so anständig, der wartet die restlichen 10 Minuten eigentlich im Dampf nur, bis der Große auch fertig ist. Er wird nicht weicher, er kann im Dampf nicht weicher werden, weil Dampffeuchtigkeit durchsetzt den Kartoffel und der bleibt trotzdem knackig. Wenn es das im Wasser kocht, sind die Kleinen zu Tode gekocht und die Großen immer noch nicht durch. Also es ist ein viel gleichmäßigeres Ergebnis. Dasselbe funktioniert mit roten Rüben, mit Bohnen, mit Käferbohnen, mit allen möglichen Lebensmitteln, wobei ihr natürlich dann bei Käferbohnen oder bei Kichererbsen schon mehr Flüssigkeit braucht, weil die ja auch Wasser aufsaugen. Die Rezepte dazu findet ihr allerdings alle auf unserer Cook&Go-App. Es gibt auch viele Sonderanwendungen für die Sache. Die Softiera gibt es zum Beispiel auch in geschlossener Form. Kann man verwenden, um 2 Gerichte zugleich in einem Topf zu machen. Wer das sehen möchte, kann das gerne hier auch kommentieren. Wir sind dann gerne bereit, dass wir ein Kochvideo dazu machen. Wie man zum Beispiel in einem Topf Rindschnitzel und Reis in einem macht, in 10 Minuten ist beides fertig. Tolle Sache von dem Ganzen ist auch, auf dieselbe Methode, wie wir es jetzt hier zugestellt haben, bereite ich zu Hause auch alle anderen Lebensmittel zu. Ob das Käsnudeln sind, Topfennudeln, Fruchtknödel, Würste, Frankfurter Selchwürstel, Gemüse. Ich gebe unten 3 mm Wasser rein, das ist mein Filter, mein Puffer zwischen heißem Topf und Gargut. Das kann nie anbrennen und es ist aber ausreichend Flüssigkeit mit dem SecoQuick, damit man dann wirklich über Dampf seine Speise fertig zubereiten kann. Die restliche Bedienung haben wir schon erklärt, SecoQuick, normaler Deckel, Dampfgardeckel, lässt sich ganz einfach über die App bzw. über unseren Audiotherm steuern. Also dem Kochvergnügen steht nichts mehr im Weg. Noch viel einfacher geht es nicht. Vor allem, es ist extrem hoch, wie viel Strom ihr da sparen werdet. Und ihr werdet sehen, das Geschmackserlebnis ist ganz einfach wow, wenn man so kocht. Versucht es gerne mal.